Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Vor 3 Tagen hatten wir unsere Heilungstage und da wurde mir wieder ganz neu bewusst, was Gott zu tun vermag. So viele Zeugnisse, wo Menschen Gott erlebt haben. Das war wunderbar oder ist wunderbar, wie Gott wirklich eingreift. Und deshalb möchten wir dich auch heute ermutigen, dran zu bleiben. Gib nicht auf, bis Gott eingegriffen hat. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Gott kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Schick uns gerne deine Anliegen. Wir beten für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Und wir beten auch für alle Gebetsanliegen, die nicht vorgelesen werden. Gott kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Wir lesen da in Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ja, wir bitten manchmal viel, können es uns aber auch nicht vorstellen. Und aber hier in der Bibelstelle heißt es, dass Gott noch viel, viel mehr kann, als wir erbitten können. Und als wir vorstellen können, kannst du dir diese Dimension vorstellen? Ich glaube nicht, ich auch nicht. Aber das heißt, wir dürfen wirklich bitten, nicht betteln. Ich mag das nicht, wenn Christen so betteln, betteln, betteln. Nein, wir dürfen ihn bitten, wir dürfen auch Vorstellungen haben. Aber ich sag dir, es gibt nichts Größeres, was du bitten kannst, wo er dir nicht erfüllen kann. Und nimm diesen Bibelvers Epheser 3, Vers 20. Ich möchte nochmal lesen. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Herr, ich danke dir dafür, dass das in einem jeden so richtig aufgeht, dass wir in dir eine Dimension haben, die wir nicht begreifen können. Aber Herr, wo wir uns immer an dich wenden können, Herr, und wissen, du bist größer. Du hast noch mehr. Du hast Lösungen, wo wir gar keine mehr sehen. Und gerade in dieser Zeit hast du Lösungen. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir auch in Ruhe und Frieden unsere Entscheidungen treffen und es tun mit dir. Danke, Herr. Amen. Eine Frau schreibt uns auf YouTube: Bitte betet für Heilung von Magen-Darm-Problemen und Schwäche nach Lebensmittelvergiftung. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch ein Gott bist, der dieses Gift außer Kraft setzt. Danke, Jesus, dass du auch dieses alles ans Kreuz genommen hast. Und wir danken dir, dass wir diesem Gift gebieten dürfen, dass es wirkungslos ist. Und ich danke dir, dass du auch diese Magen- und Darmprobleme jetzt anrührst, dass das aufhört, diese Nebenwirkungen, diese Wirkungen von dem Gift. Und wir setzen es außer Kraft durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass diese Person, diese Frau vollkommen geheilt ist. Danke, Jesus. Amen. Und per E-Mail kam dieses Gebetsanliegen. Ich habe ein Gebetsanliegen für unseren Sohn. Er ist kurz vor einem Burnout. Er sagt, er sei immer so müde und er hätte an so vielen Teilen am Körper Symptome und Schmerzen, die nicht normal seien. Und bitte noch um Gebet für seine kleine Tochter. Sie ist 5 Jahre alt und kann abends schon seit längerer Zeit nicht einschlafen. Es würde immer sehr spät. Jesus, und ich danke dir, dass du auch diesen Mann, diesen Sohn anrührst. Und du siehst, wie er matt ist und wie er vom Burnout steht und nicht mehr weiter weiß. Und ich danke dir, Jesus, dass du ihn berührst an seinem Körper, wo er diese Auswirkungen hat, diese Symptome hat, die nicht normal sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du diese Symptome wegnimmst und dass du ihm wieder neue Kraft schenkst, dass du ihm Freude schenkst und Frieden schenkst und neuen Mut, dass er auf dich schaut und auf dich blickt. Und ich danke dir auch für die kleine Tochter, Jesus, dass du sie anrührst, dass sie schlafen kann. Und dass du ihr Frieden schenkst und dass du alles Negative oder negative Gedanken oder was auch immer sie bedrückt, aus ihr herausnimmst und wegnimmst und dass du ihr Frieden schenkst und Ruhe schenkst, dass sie wieder schlafen kann. Danke, Jesus, für dein Eingreifen. Amen. Amen.
Ja, schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet, wie immer. Und per E-Mail kam noch ein weiteres Gebetsanliegen. Seit März leide ich an einer immer wiederkehrenden Hautallergie. Es sind rote Flecken, die stark jucken. Ich muss seit März ein Antiallergikum und Kortisontablette nehmen. Ich möchte frei werden von diesem Leid. Bitte betet auch für meine stark verkrümmte Wirbelsäule. Ich glaube an einen Gott, der heute noch Wunder tut. Ja, das tun wir und darum beten wir. Danke, Herr, dass du jetzt, Herr, jegliche Allergie kennst, auch die Allergie dieser Person. Ich danke dir, Herr, dass du eingreifst, dass du, Herr, dieser Haut wieder eine Ruhe schenkst, Herr, dass sie nicht gereizt ist. Ich danke dir für Heilung und für Gesundwerden dieser Haut in deinem wunderbaren Namen Jesu. Und Herr, auch alle, die jetzt gerade unter Allergie leiden, Herr, ich danke dir, dass du der Helfer, der Heiler bist. Ich danke dir dafür, auch für diese Wirbelsäule, Herr. Danke, Herr, und auch für alle anderen, die Wirbelsäulenprobleme haben, Herr, das sind so viele. Und ich danke dir dafür, dass du Wunder tust, Herr. Ich danke dir dafür, dass du da ein wunderbares Wunder tust. Amen. Amen. Und per E-Mail kam noch ein Gebetsanliegen. Hallo, liebe Geschwister. Im Glauben schreibt da jemand, bitte betet für meine beste Freundin und Glaubensschwester. Sie bekam letzte Woche die Diagnose Brustkrebs. Heute hat man ihr mitgeteilt, dass nächsten Freitag die OP, Entfernung der einen Brust, stattfindet. Sie ist ganz verzweifelt und bittet um Gebet. Unser Herr Jesus hat die Möglichkeit, diese Sache in die Hand zu nehmen. Er ist unser großer Arzt. Ja, das glauben wir. Herr, ich danke dir, dass du auch der Arzt bist dieser Frau und ich danke dir, dass du ihr jetzt Ruhe und Frieden schenkst. Ich danke dir, Herr, wir glauben, dass du auch vor der OP noch das alles machen kannst, aber Herr, du gebrauchst auch Ärzte. Ich danke dir dafür, dass das auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Sache wird. Ich danke dir, dass wir dir diese Frau anbefehlen dürfen und danke, Herr, dass wir für völlige Heilung beten dürfen, in deinem Namen Jesu. Amen. Amen. Menschen erleben immer wieder Gottes Gnade und Güte, wie auch diese folgende Person. Am Karfreitag wurde für mich bei der Gebetsnacht gebetet. An diesem Tag hat der Herr die Schmerzen im Rücken, Knie und in den Beinen geheilt. Diese Heilung habe ich für mich in Anspruch genommen. Die Zeit davor konnte ich mich schwer aufrichten und ebenfalls schwer vom Sessel aufstehen. Lob und Dank sei dem Herrn. Wie schön. Eine weitere Gebetserhörung. Lieber Daniel, liebe Isolde, ich freue mich jeden Tag auf eure Sendung Hoffnung um 12. Am letzten Freitag war die Sendung genau richtig für mich. Ich hatte einen Allergieschock. Nachts war ich mit starken Bauchschmerzen aufgewacht, weil in meiner Wohnung ein starker Geruch von Chemikalien war. Am Morgen fühlte ich mich furchtbar schwach und hatte inzwischen auch Fieber. Wie habe ich gestaunt, als du, Daniel, für Schwachheit gebetet hast und du, Isolde, für starke Schmerzen. Ihr habt euch wunderbar ergänzt. Vielen Dank dafür. Meine Schwachheit verschwand. Das Fieber verließ mich im Laufe des Tages und die Bauchschmerzen sind auch fast verschwunden. Wie schön, Gebet hat doch Macht und Kraft. Ja, wie wunderbar, Gott weiß es und Gott hilft. Und hast auch du was Wunderbares erlebt, irgendwas mit dem lebendigen Gott? Lass es uns wissen, schreibe uns auf WhatsApp oder schick uns ein kleines Video auf WhatsApp. Wir würden uns riesig freuen. Ja, heute der Tipp des Tages. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten können. Nimm dir heute Zeit für ein spezielles Anliegen, das dir jetzt am wichtigsten ist, wo du sagst, das ist so groß, das habe ich schon so oft als Anliegen weitergegeben, da beten so viele Leute, ich kann mir kaum mehr vorstellen, dass sich da was tut. Nimm gerade dieses Anliegen, bring's vor den lebendigen Gott, denn er kann viel mehr tun,
als du dir vorstellen kannst. Ja, das ist wahr. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst. Du kannst weiter deine Anliegen schicken. Das Telefonteam ist noch bis 13 Uhr für dich da. Du schaust uns auf YouTube. Abonniere unseren Kanal, indem du die Glocke oben drückst und du bekommst immer die neuesten Informationen. Wir wollen dich auch informieren, wir werden nächsten Sonntag noch keinen Gottesdienst haben mit Menschen vor Ort, sondern nur Livestream. Die Bedingungen und die Auflagen sind so hoch, dass ein Gottesdienst mit Menschen derzeit keine Freude macht. Deshalb machen wir weiterhin Livestream, bis sich die Dinge lockern und wir das auch bekannt geben. Und vergiss nicht, uns deine Highlights mitzuteilen, die du mit Gott erlebst. Und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Und wenn du möchtest, bis morgen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.